Willkommen zu einem weiteren Hardvelux-Video von der Compodex 2023 und die Hardvelux-Leser werden schon wissen, auf welchem Stand wir sind. Das ist das DA6 von Streetcom. Wir haben Neuigkeiten von Streetcom und die zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! Ja, vielleicht habt ihr schon mal von Kalios gehört. Das ist ein Kickstarter-Projekt gewesen. Das hat leider nicht funktioniert. Da wurde ein passiver PC sozusagen über Kickstarter finanziert. Das hat Streetcom jetzt übernommen und hat ein fertiges Produkt draus gemacht. Das steht hier jetzt neben mir, soll bis Jahresende auf den Markt kommen. Das ist das SG10. Und das Coole daran ist nicht das Aussehen, sondern die Technologie, die dahinter ist. Das ist eine Loop-Heat-Pipe hier, da ist ein Kühlmittel drin. Das wird sozusagen auf der CPU verdampft, läuft dann hier oben rein und wird in zwei Loops, einer für die Grafikkarte, einer für die CPU, dann wieder runtergekühlt, wird wieder flüssig. Und ja, eine Flüssigkeit ist natürlich schwer, also geht die wieder nach unten. Deshalb wird keine Pumpe benötigt und ist eine sehr effiziente Kühlung. Wenn die aufgeht, geht das Board nicht kaputt, weil das Kühlmittel quasi nicht leitet. Es gibt also viele Vorteile bei dieser Kühllösung und daraus hat man halt ein passives System gemacht. Die CPU kann bis zu 300 Watt verbrauchen. Das ist natürlich recht utopisch. Die meisten CPUs liegen so bei 200, 250 Watt, auch im übertakteten Zustand. Das hat man hier jetzt eben gemacht. Und bei der GPU sind es auch 300 Watt, weil sie halt einen ähnlichen Kreislauf hat. Das heißt, so eine 4070, 4080 mit ein bisschen Glück kann man hier tatsächlich auch reintun. Und ja, dann läuft das System quasi passiv. Ihr seht, ich kann es noch anfassen. Es läuft jetzt unter Volllast hier, wie man an den kleinen Displays sieht. Da kann ich euch auch gleich noch was zu sagen. Also das soll bald auf den Markt kommen. Tempered Glass, Seitenscheiben. Hier vorne ist es offen, um noch so ein bisschen Konvektion reinzubringen. Diese Power und I.O.-Blende, die kann man hier nach oben und unten verschieben, genauso hinten. Und es ist halt für ein RTX-Mainboard gemacht, aber man kann natürlich auch andere Boards nutzen, dann hier den Rahmen vielleicht ein bisschen verändern, hochschieben, runterschieben, wie man das möchte. Für die Grafikkarten hat man sich ein besonderes Kühlsystem überlegt, wo die MOSFETs sozusagen gekühlt werden, der RAM und dann sozusagen On-Die, der Chip der Grafikkarte. Also das ist ein wirklich cooles System, gerade für Bastler natürlich und soll, wie gesagt, bis Ende des Jahres auf den Markt kommen. Coole Sache, eines der Compodex Highlights vielleicht, weil da mal eine Technologie drin ist, die man jetzt schon mal sieht, aber vielleicht auch in 10 Jahren mal eine All-in-One-Wasserkühlung ablösen kann. Und dann gibt es noch die VIO, das sind diese kleinen Retro-Anzeigen hier. Das ist nicht etwa aufgedruckt, sondern es ist eine E-Ink-Anzeige und die kann man sozusagen mit einem Hub ansteuern, mit Daten füttern über eine Datenbank und dann werden die weiteren sozusagen über Daisy Chain angebunden. Insgesamt bis zu 256 von diesen Displays könnte man hintereinander schalten. Man kann halt wirklich alles einblenden, was man will. Jetzt ist hier die CPU-Temperatur zum Beispiel angezeigt, aber man könnte auch Veränderungen des Bitcoin-Coin-Kurses oder sonstiges dahinterlegen. Das ist, finde ich, auch ein cooles Gerät, um einfach mal Daten anzuzeigen und das halt wirklich so in Old-Style wie im Auto. Das macht natürlich Spaß. Ja, coole Sachen hier bei Streetcom. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt zu dem Gehäuse, bitte ins Video posten. Wir gucken dann, dass wir die Antwort dazu noch finden. Viel Spaß. Tschüss.